habe heute wieder ein Haul für euch. Leider, ihr seht, ohne meinen Bruder. Er hat sich einfach nicht überreden lassen, weil er meinte, dass er sich nicht traut, seine Sachen zu zeigen. Und ich will ihn natürlich auch nicht zwingen. Aber er hat mir versprochen, dass er dafür ein anderes Video bald mit mir drehen wird. Und ich hoffe, ihr könnt auch mit mir alleine heute dienen. Auf jeden Fall habt ihr vielleicht in meinem letzten Video gesehen, dass ich halt shoppen war, also in meinem Follow Me Round. Und da habe ich halt ein paar Sachen gekauft und habe noch was bestellt an einem anderen Tag. Und an einem anderen Tag war ich auch nochmal in der Stadt. Ja, ich gebe es so. Ich kann manchmal nicht widerstehen. Kurz dazu, viele fragen ja immer, wie ich mir das alles leisten kann, ob ich nebenbei noch jobbe, ob ich übermäßig Taschengeld bekomme, ob ich alles von meinen Eltern in den Arsch geschoben bekomme, wie manche es immer so schön ausdrücken. Also Taschengeld bekomme ich nicht übermäßig, kann ich jetzt schon mal sagen, ich kriege 20 Euro im Monat. Ich weiß nicht genau, wie viel ihr bekommt, aber ich würde mal sagen, das ist so normal eigentlich. Und ja, meine Eltern bezahlen mir auch nichts von den Sachen, die ich mir immer so kaufe, also meine Mutter gibt mir eigentlich nie Geld für Klamotten oder Schminke, nur wenn ich irgendwie irgendwo was essen will oder so halt. Aber ansonsten bezahle ich halt alles selber. Aber ich bin halt YouTube-Partnerin. Ich habe da ja nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich habe das sogar extra mal in einem Video erwähnt. Und ich denke, viele wissen auch, dass man mit YouTube Geld verdienen kann. Und ja, das ist dieses große Geheimnis. Habe ich eigentlich nie ein Geheimnis draus gemacht. Aber viele wussten das ja noch nicht und haben sich deswegen gewundert, wie ich mir das alles leisten kann. Und klar, also durch die Videos kann ich mir schon sowas ab und zu gönnen. Ab und zu. Nun ja. Aber nur weil irgendwie ein paar meinen immer so, ja, du bist ja so verwöhnt, du kriegst alles von deinen Eltern bezahlt und keine Ahnung was, das stimmt auf jeden Fall nicht. Ich verdiene mir das alles durch die Videos, in die ich auch viel Arbeit stecke und was auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, also nur um diese Frage einmal zu klären. Und ansonsten würde ich sagen, wir fangen an mit dem Video. Diese Kette übrigens, die ich gerade trage, hatte mir eine Zuschauerin geschenkt, die ich mal in Dortmund getroffen habe. Und ich finde die echt schön. Ist halt so ein Infinity-Zeichen. Ja, und ich mag die sehr gerne. Und ja, bevor halt alle fragen, wo ich die habe, weil manche auch mal vergessen, in die Infobox zu gucken, sage ich das jetzt vorab. Okay, und jetzt fangen wir wirklich an mit dem Video. Okay, wir fangen mit H&M an. Und zwar habe ich mir als erstes dort, was ich auch brauchte, nur ein paar Basic Tops gekauft. Also ich habe hier einmal eins in weiß, eins in dunkelgrau und eins in hellgrau. Und zwar einfach nur die mit den etwas dickeren Trägern. Haben alle jeweils 5 Euro gekostet. Und ja, die brauchte ich halt. So, dann habe ich mir dieses dunkelgrau bzw. schon fast schwarze Crop Top geholt, was einfach hier an den Ärmeln und unten abgeschnitten ist, was man sich theoretisch auch ganz einfach selber machen könnte. Aber da es nur 2,95 € gekostet hat, dachte ich mir, wäre das schon ganz okay so, weil ein T-Shirt so an sich kostet ja auch mehr als 3 Euro. Und ob man sich das jetzt so holt oder dann selber schneidet, macht dann ja auch keinen Unterschied. Und dasselbe habe ich mir auch nochmal in weiß geholt. Da sind schon ein paar Flecken drauf. Ja. Was war das gerade für eine Lache? Eine weitere Sache, die ich mir bei H&M gekauft habe, ist dieses Top bzw. T-Shirt, was ich gerade trage. Was ich daran so schön fand, war einfach irgendwie einmal, dass es so locker sitzt und halt diese Farben, die halt so ziemlich leicht sind, dieses Gelb und ja. Die Ärmel haben irgendwie so eine interessante Länge. Das ist weder so richtig T-Shirt noch irgendwie 3/4 und ja. Das, ja. Auf jeden Fall habe ich mir das einmal geholt und dann noch eine weitere Sache aus dem Sale war dieses hier. Dieses Top hier mit diesem süßen Äffchen drauf. Ich liebe irgendwie Affen. Ich finde Affen so süß. Am süßesten sind echt diese Affen aus WhatsApp, beziehungsweise diese Smileys. Die sind einfach so süß. Also die sich so die Ohren und die Augen und den Mund so halten. Ich liebe die einfach. Niemand schlägt diese Süßigkeit von denen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das geholt, vor allem weil ich halt die Farben auch sehr schön fand, sehr knallig und ja, das ist so ein bisschen kürzer. Also wenn man eine normale Hose dazu trägt, dann sieht man so ein bisschen, ganz, ganz bisschen den Bauch. Aber ja, war okay, war auch für 3 Euro im Sale und habe ich mitgenommen, wie ihr sehen könnt. Und zum Schluss habe ich mir dann noch einen Sport-BH bei H&M gekauft. Ich wollte schon richtig lange ein. Jetzt habe ich es endlich verbracht. Und zwar, oh warte, ich muss den, der ist gerade falsch herum, den hatte ich auch schon an. Und zwar dieser hier, in diesem ganz, ganz knalligen Neon-Koralle. Und ich sag's euch, boah, ihr seht ja, wie der leuchtet. Das sieht einfach nur
so geil aus. Diese Farbe ist einfach nur so knallig und ich fand ihn sehr schön. Ich musste den in M mitnehmen. Also ich weiß nicht, ja, also die fallen halt anscheinend ein bisschen kleiner aus. Auf jeden Fall waren die anderen mir viel zu eng. Und ja, hat glaube ich 15 € gekostet. Also war so, ich weiß nicht, ob das jetzt so normal dafür ist. Aber ja, ich finde einfach die Farbe richtig geil und der sitzt sehr gut. Ja. So, da hatte ich ja erzählt in dem Fall Miranda, dass ein neuer No-Name-Laden bei uns eröffnet wurde. Viele fragen immer, was ich damit meine, wenn ich sage No-Name-Laden, weil diese Läden haben ja einen Namen, ja, das ist klar. Aber das sind halt diese Läden, die es eigentlich in jeder Stadt gibt, wo auch meistens immer dieselben Klamotten drin sind, aber die halt immer in jeder Stadt anders heißen. Und ja, deswegen bringt es halt eigentlich nichts, wenn ich den Namen von dem Laden nenne. Aber auf jeden Fall müsst ihr einfach bei euch gucken. Das sind halt diese Läden, die auf den ersten Blick ein bisschen billiger aussehen. Wobei ich sagen muss, dass dieser Laden bei uns, also der neue, ziemlich so gut gestaltet ist von dem Laden her, dass es gar nicht so billig aussieht. Aber ja, auf jeden Fall habe ich mir da auch drei Sachen mitgenommen. Und zwar zum einen diese Jeansweste. Ich wollte schon ein bisschen länger eine. Die ist aus so einem ganz hellen Stoff und ist hier in den Ärmeln ein bisschen ausgefranst und hat halt auf dem Rest auch noch so ein paar so zerstörte Details. Dann habe ich mir noch diese Jacke hier gekauft, die halt in den Ärmeln so Lederimitat hat. Und der Rest ist halt auch aus so einem Jeansstoff in so einem Bikerschnitt. Fand ich sehr, sehr cool. Und ja, ich habe übrigens die meisten Sachen noch gar nicht angezogen, weil ich wollte, dass die für den Haul noch so ungetragen aussehen. Ja, deswegen, die stehen jetzt hier schon seit einer Woche in der Tüte und jetzt kann ich sie auch bald tragen. Und dann habe ich mir ein so, so schönes Kleid gekauft. Also ich habe mich wirklich direkt in dieses Kleid verliebt und ich glaube, es ist auch das liebste Teil aus meinem gesamten Haul. Und zwar ist es ein Maxi-Kleid. Es ist das erste Maxi-Kleid, was ich habe. Ich habe sonst nur so High-Low-Kleider, die halt hinten bis zum Boden gehen. Aber ansonsten keins, was so komplett bis nach unten geht. Und zwar sieht es oben erstmal so aus. Hat halt wie so Bustier-artig, nennt man es, glaube ich. Und ist halt aus so weißer Spitze. Dann ist hier so ein schwarzer Gummigurt. Und geht dann einfach nur so in so einem cremefarbenen Stoff bis zum Boden runter. Und ich finde, das sieht einfach nur so, irgendwie so richtig süß und romantisch und verspielt aus. Und es sitzt wirklich sehr, sehr gut. Also halt so für Hochzeiten oder so. Und ach, ich finde das einfach so, so schön. Ihr müsst mir unbedingt schreiben, wie ihr das so findet. Normalerweise war ich nie so der Maxi-Kleid-Typ, aber ich weiß nicht. Ich komme langsam so auf den Geschmack. Das sieht einfach nur richtig schön aus. So, dann war ich Montag in der Stadt und brauchte halt unbedingt Sandalen, weil ich hab wirklich keine offenen Schuhe so für den Sommer und ich bin in den warmen Tagen jetzt halt immer nur mit Chucks oder Vans rumgelaufen. Das war jetzt nicht unbedingt so angenehm. Und dann habe ich mir auf jeden Fall diese Sandalen bei Pimki gekauft. Die waren auf 13 € reduziert. Haben halt so schwarze Riemen mit silbernen Nieten. Und die hatte ich auch schon gestern an, den ganzen Tag. Und die waren echt bequem. Also das hätte ich nicht gedacht, man sieht es hier an den Sohlen, dass die getragen wurden. Also die waren echt bequem. Ich hatte Angst, dass diese Schnüre irgendwie da so einschneiden oder so. Aber nee, nee. Ich habe die von morgens bis spätabends getragen und war super. Und für 13 €, ich weiß nicht, wie viel die vorher gekostet haben, aber ja, waren halt reduziert auf 13 € und die haben hier auch noch so halt Nieten so eingestanzt und ja, von Pimki halt. So, und dann hatte ich ja immer voll Miron gesagt, dass ich unbedingt eine neue Tasche brauche, weil ich halt wirklich irgendwie nur zwei habe, die ich wirklich trage. Und ich wollte halt eine so für die Stadt, die sehr schlecht ist, weil ich habe halt sonst immer nur die mit den Nieten und das mit den Nieten passt halt eigentlich nicht immer zu allem, was ich so trage und deswegen war es halt immer ein bisschen blöd. Ich bin echt so, wenn es um Taschen geht, bin ich eigentlich gar nicht so ein Typ für. Ich bin echt eher so Typ Schuhe-Suchti, hohe Schuhe und so, aber bei Taschen habe ich das gar nicht und deswegen dachte ich mir, kann ich mir einfach mal eine neue gönnen. Auf jeden Fall ist das diese hier. Ihr seht, die ist wirklich sehr, sehr schlecht. Die hat hier unten noch so Elemente. Und ansonsten ist sie halt einfach nur so ein schwarzes
Leder natürlich nicht echt ist. Die war auch aus einem No-Name-Laden. Und hat einen goldenen Reißverschluss und halt so diese Henkel. Oder hat hier noch so einen Gurt, den man aber auch abmachen kann. Und der Gurt ist nicht unbedingt so gut verarbeitet. Aber ich finde diese Henkel eigentlich auch ganz gut. Und ja, die hatte ich auch gestern um. Ah, das kann ich euch zeigen. Das hat mir nämlich gestern Shanti geschenkt. Hätte sie mir aus ihrem Urlaub mitgebracht. Und das ist von Victoria's Secret, so ein Duft. Und es riecht einfach nur so geil. Wirklich, ich hatte ja in meinem letzten Video nach Duftempfehlungen gefragt, weil ich halt einen neuen Sommerduft haben wollte. Und dieses riecht einfach nur so gut. Also wirklich, Hello Darling heißt das. Also falls ihr mal irgendwann mal die Möglichkeit habt, bei Victoria's Secret einzukaufen, dann müsst ihr unbedingt daran riechen. Also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Shanti. Ich habe mich echt gefreut. Und ja, ich werde mit dem Duft sparsam umgehen, weil ich weiß nicht, wann ich irgendwann mal selbst die Möglichkeit habe, da vorbeizuschauen. Auf jeden Fall, es ist einfach wirklich so ein geiler Sommerduft. Was ist? Kennt ihr das? Wenn irgendwie die Mutter einen ruft und dann ruft man so, was ist oder ja, was möchtest du? Und dann antwortet sie einfach nicht, warum macht man sowas? Ich werde das nie verstehen. Und ich sehe gerade noch eine weitere Sache, die ich mir in dem Laden von der Tasche gekauft habe. Und zwar diese Sonnenbrille. Die hat halt so ein ja, Leopardenmuster und geht hier an den Seiten so ein bisschen spitzer zu. Fühlt ihr, mir steht die, irgendwie habe ich immer das Gefühl, mir stehen gar keine Sonnenbrillen. Und ja, aber ich fand sie so ganz schön. Hat, ich glaube, 10 Euro gekostet. Und ja. So, und dann habe ich noch letztens bei Forever 21 wieder bestellt. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Der Shop ist einfach, da gibt es einfach nur so schöne Sachen, finde ich. Und ja, wie gesagt, halt, der Versand ist gar kein Problem. Geht super schnell und ab 75 Euro zahlt man auch keine Versandkosten. Oh Gott. War das. Also was ich sagen wollte, das Einzige, worauf ihr echt aufpassen müsst, ist der Rückversand, weil wenn ihr irgendwas wieder zurücksenden wollt, dann kann das echt teuer werden. Ich hatte jetzt echt das Glück, dass ich bis jetzt halt, also das alles gepasst hat, dass ich nichts zurückschicken musste, aber viele haben mir geschrieben, dass es echt teuer wird. Also da muss man dann echt abwägen, ob sich das überhaupt lohnt, das zurückzuschicken oder ob man irgendwie die Sachen dann verschenkt oder so. Was ich dann zum Beispiel mache, wenn mir irgendwas jetzt nicht so gefällt und ich keine Lust habe, das zurückzuschicken. Aber ich hatte das Glück, dass alles gepasst hat und ich zeige euch einfach mal, was ich gekauft habe. So, und zwar einmal habe ich mir so eine kurze Sporthose gekauft in so einem Koralle-Ton. Ihr merkt, ich liebe irgendwie so Koralle-Farben an Sportsachen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich finde das irgendwie so schön, weil ich finde es immer so schön, dann gebräunte Haut und so. Und ja, ist einfach so eine kurze Sporthose, die sitzt auch eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mich echt ein bisschen stört, ist, dass die hinten ist der Stoff irgendwie so dünn. Da muss man echt aufpassen, dass man da nicht irgendwie durchsehen kann, also was man da drunter trägt und so. Aber ansonsten sitzt die echt gut. So, dann habe ich mir so ein kurzes Crop-Top geholt. Und zwar ist das so ganz eng anliegend in so einem Mintton und über mit Spitze, was ich sehr schön finde. Halt zu so High-Waisted Sachen, entweder eine High-Waisted Shorts oder ein High-Waisted Rock oder so hat. Lasst mich kurz schauen. 8,75 Euro gekostet. Das sitzt, das sitzt sehr, sehr gut. Und ja, ich fand das sehr schön. Ich liebe irgendwie so, ich liebe es, wenn obenrum das mit Spitze ist, weil das irgendwie sehr so romantisch aussieht. Wie bei meinem Kleid halt. Und ich zeige euch das hier total so verwuselt, aber egal, ich zeige es euch ja eh immer noch so angezogen, eingeblendet. So, und dann habe ich noch zwei Sachen gekauft. Nochmal zwei Sachen mit Nieten. Die Nietensucht hat mich wieder überfallen. Und zwar einmal eine Jeansjacke, bei der die Nieten ein bisschen krasser ausfallen, als ich es mir vorgestellt habe. So in real life. Und zwar sieht die so aus. Es ist halt so eine Jeansjacke, die halt nach unten hin so ausgeblichen wird und einfach in so einem Weiß übergeht. Und hier oben sind dann die Nieten, die doch, wie ihr sehen könnt, ein bisschen krasser sind. Aber ich finde sie trotzdem noch cool. Also mir gefällt sie immer noch gut. Die hat 33 Euro gekostet, was ich okay finde für so eine Jeansjacke. Und die Nieten machen auch einen sehr, sehr festen Eindruck.
Und die ist halt auch ein bisschen lockerer, also die sitzt nicht so hauteng, was ich auch gut finde, weil ich finde, zu diesem Stil passt das besser, wenn es ein bisschen baggy ist, so ein bisschen lockerer. Ja, yeah, englisches Wort mit eingebracht. So, und wie gesagt, bei dem anderen Teil sind auch noch Nieten drin. Und zwar ist dieses hier eher was für sehr, sehr schicke Anlässe. Und zwar ein kurzes schwarzes Kleid. Das kleine schwarze, was jeder im Schrank haben sollte. Ist einfach so ganz hauteng, ohne Träger. Hat hier diesen Peplum-Besatz. Und wie ihr seht, hier über und über mit goldenen Nieten. In so einer Dreierreihe. Und ja, das sitzt auch perfekt. Also ich hatte echt so Glück, dass die Sachen jetzt so gut sitzen. Und das hat 26 Euro gekostet. Also ihr merkt, Forever 21 geht echt von den Preisen her. Und ja, die Nieten, ja, die sind halt so einseitig dran genäht. Ich hoffe, ich weiß halt nicht, wie es mit der Wäsche ist. Aber ansonsten finde ich das sehr, sehr schön. So, das war es jetzt von den Sachen, die ich mir in der letzten Zeit gekauft habe. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir auf jeden Fall, was ihr zu diesem langen Maxi-Kleid denkt und was ansonsten euer Lieblingsteil aus diesem Haul ist und was euer Hassteil aus diesem Haul ist. Oder vielleicht mochtet ihr auch gar nichts davon. Oder, ja, passiert ihr auch manchmal, wenn ich mal frage, was war euer Lieblingsteil, schreibt manche in die Kommentare. Also ehrlich gesagt fand ich gar nichts schön, was ich auch verstehen kann, weil jeder Geschmack ist ja anders. Aber mich interessiert das immer sehr, was euch so am meisten und was am wenigsten gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder und bis dann. Tschüss!